Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Market Update von IG. Die Bären sind fündig geworden. Mit der angeschlagenen Privatbank Espirito Santo wurde eine neuerliche Krise aus dem Hut gezogen. Die Sorge um das portugiesische Banksystem löste in der gestrigen Börsensitzung weltweit an den Aktienmärkten Kursturbulenzen aus. Allerdings bleibt es noch abzuwarten, inwieweit sich die Krise auf ganz Europa ausbreiten könnte. Die Anleger haben hierzulande traditionell auf eine solche Krise reagiert. Deutsche Aktien wurden verkauft, Edelmetalle dagegen gekauft. Charttechnisch hat der DAX einige Blessuren abbekommen. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist allerdings intakt. Gold stand zuletzt ganz oben auf der Einkaufsliste der Investoren. Das Chartbild hat sich aufgehellt. Ein neues Kaufsignal ist jedoch noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Infolge des jüngsten Kursrutsches an den globalen Finanzmärkten ist die Verunsicherung bei den Anlegern wieder gestiegen. Der Volatilitätsindex VDAX hat in den vergangenen Tagen wieder deutlich zugelegt. Von einer nachhaltigen Erholung ist bislang auf dem Frankfurter Börsenparkett nicht allzu viel zu spüren. Der deutsche Aktienindex ringt zur Stunde um den Verbleib in der Gewinnzone. An der Wall Street überwiegen dagegen die positiven Vorzeichen. Der Goldpreis gewinnt momentan weiter an Glanz. Dagegen langweilen sich die Marktteilnehmer an den Devisenmärkten. Der Euro-US-Dollar bewegt sich kaum von der Stelle. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handel mit IG.